Hi, heutzutage ist es keine Seltenheit mehr, dass auf einem Traktor mehr als ein Tirmel betrieben wird. In diesem Video zeige ich euch, welche Einstellung ihr bei unserem Touch-Tirmel vornehmen müsst, um es als Haupt- oder als Nebentirmel betreiben zu können. Nachdem das Tirmel hochgefahren ist, gehen wir als erstes in unser Service-Menü auf den Punkt Terminal. Hier haben wir allgemeine Einstellungen zum Terminal und im unteren Bereich finden wir auch den Punkt Anmeldung als Isobus VT. Dieser steht standardmäßig auf aktiviert, das heißt, wenn wir eine Isobus-Maschine anschließen, wird diese auch im Terminal hochgeladen. Wenn wir diesen Punkt nun deaktivieren, können wir keine Isobus-Maschine mehr mit dem Terminal bedienen, allerdings können wir noch Section Control nutzen. Wenn wir nun mit der Zurück-Taste rechts oben im Terminal wieder zurückgehen, kriegen wir die Meldung, dass wir das Terminal neu starten sollen. Nachdem wir dann das Terminal neu gestartet haben, ist die neu eingestellte Funktion aktiv. Solltet ihr ein weiteres Isobus-Terminal verwenden, das nicht aus unserem Hause stammt, müssen eventuell ähnliche oder die gleichen Einstellungen vorgenommen werden. Wie genau ihr das macht, erfragt ihr bitte beim Hersteller des Terminals. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen und würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, euer Daniel Marx.